Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Abendveranstaltung hier im Auditorium und zu Hause an den Monitoren, denn auch heute bieten wir wieder einen Livestream an. Es ist die letzte Veranstaltung in diesem Jahr und wir hoffen, im Januar 2022 unser Veranstaltungsprogramm wieder aufnehmen und Sie hier begrüßen zu können. Die Stiftung Topographie des Terrors hat gemeinsam mit dem Verlag Herder zur heutigen Buchpräsentation eingeladen und wir freuen uns, dass Frau Miriam Eisleb vom Verlag gleich noch ein Grußwort an uns richten wird. Vorgestellt wird das Buch Gläubige Zeiten, Religiosität im Dritten Reich. Begrüßen möchte ich sehr herzlich den Autor, Professor Dr. Manfred Geilus. Außerdem Professor Dr. Thomas Groß-Bölting. Er wird nach der Buchpräsentation von Herrn Professor Geilus noch im Gespräch mit dem Autor sein. Nach dem Podiumsgespräch wird es dann wieder Gelegenheit geben, Fragen zu stellen, hier live im Raum und für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause schriftlich per E-Mail. Die E-Mail-Adresse wird während der Veranstaltung mehrfach eingeblendet. Diejenigen, die hier im Saal ihre Fragen stellen, möchte ich bitten, zum Mikrofon zu gehen, damit sie auch im Livestream übertragen werden. Und bitte legen Sie in diesem Fall auch wieder die Maske an. Am Mikrofon selbst und auf den Sitzplätzen besteht keine Maskenpflicht. Besonders freut uns, dass der Berliner Sender Alex TV sein Interesse an der Ausstrahlung dieser Veranstaltung bekundet hat. Wir werden dafür dem Sender die heutige Aufzeichnung des ersten Teils der Veranstaltung zur Verfügung stellen, also Kurzvortrag und Podiumsgespräch. Die anschließende Diskussion mit dem Publikum wird dagegen nicht gesendet werden. Sehr geehrten Damen und Herren, Herr Professor Geilus hat vor 2 Jahren hier im Auditorium einen Vortrag gehalten über Religiosität im Dritten Reich. Konturen einer neuen Synthese. Aus diesen Konturen ist nun ein Buch geworden und wir sind gespannt auf die Ergebnisse. Ich möchte an dieser Stelle gerne daran erinnern, dass Professor Geilus seit langer Zeit unserem Haus verbunden ist und immer wieder mit seinem Wissen und seinen Forschungen zum Thema Kirchen im Nationalsozialismus das Programm des Dokumentationszentrums Topographie des Terrors bereichert hat. Besonders verdienstvoll war seine Initiative zu einer Vortragsreihe Täter und Komplizen in Theologie und Kirchen 1933 bis 1945, die die Stiftung Topographie des Terrors 2013-2014 realisiert hat, in Kooperation mit Herrn Geilus und der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Aus dieser Vortragsreihe ist ebenfalls eine von Herrn Geilus herausgegebene Publikation hervorgegangen. Auch mit seinem heute vorgestellten Buch bleibt der Blick weit. Es geht um die Vielfalt religiöser Fraktionierungen in der NS-Zeit und den gesellschaftsgeschichtlichen Kontext im Nationalsozialismus. Ich möchte Ihnen nun kurz Professor Groß-Bölting vorstellen. Seit Sommer letzten Jahres ist er Direktor der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg und Professor für Neuere Geschichte, Zeitgeschichte im Arbeitsbereich Deutsche Geschichte der Universität Hamburg. Zuvor lehrte er als Professor für Neuere und Neueste Geschichte am Historischen Seminar der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster. Zu seinen Studienfächern gehörte neben Geschichte auch die katholische Theologie. Er hat zahlreiche Veröffentlichungen zu verschiedensten Themen vorgelegt. 2 Bücher, die in unserem Zusammenhang besonders erwähnenswert sind, möchte ich hervorheben. 2013 erschien auch als Lizenzausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung sein Buch »Der verlorene Himmel – Glaube in Deutschland seit 1945«. Und 2020 war er gemeinsam mit Olaf Plaschke Herausgeber des Bandes »Was glaubten die Deutschen zwischen 1933 und 1945? Religion und Politik im Nationalsozialismus«. Bevor das Wort an Herrn Groß-Bölting geht, hören wir jetzt noch das Grußwort von Frau Eisleb.
Wir meinen, dem Allmächtigen zu dienen, wenn wir mit unseren jungen Kräften versuchen, Deutschland wieder einig und groß zu machen. Uns erscheint dieser Dienst am ewigen Deutschland als ein wahrer, treuer Gottesdienst. So sprach Reichsjugendführer Baldur von Schirach im Rundfunk anlässlich einer deutschen Morgenfeier der Hitlerjugend am Sonntag, den 2. Juni 1935. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Geilus, lieber Herr Großbölting, schön, dass Sie heute Abend trotz der Umstände hier sind und die Veranstaltung noch stattfinden kann. Im Namen des Verlags Herder möchte ich Sie und auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die per Videostream dabei sind, ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich sehr, dass wir an diesem für die deutsche Erinnerungskultur so wichtigen Ort dieses Buch vorstellen dürfen. Einen angemesseneren Ort hätte man sich kaum vorstellen können. Vielen Dank also an die Veranstalter der Topographie des Terrors, an die Direktorin und natürlich an Herrn Professor Dr. Großbölting, diesen Abend zu begleiten. Wie gesagt, mein Name ist Miriam Eisleb, ich bin die Lektorin dieses Buches und arbeite im Verlag Herder im Programmbereich Politik und Geschichte. Am angemessenen Ort ist auch dieses Buch, das wir Ihnen heute Abend vorstellen möchten. Der Verlag Herder ist bei vielen Leserinnen und Lesern noch als rein theologischer Verlag bekannt, aber seit einigen Jahren gibt es nun schon den Bereich Politik und Geschichte mit dem Standort Berlin. Und da ist Herr Geilus mit seinem Thema auf offene Ohren gestoßen. Die deutsche Zeitgeschichte hat sich als ein wichtiger Schwerpunkt in unserem Programm herausgebildet. Und obwohl wir eine Differenzierung vom theologischen Programm des Hauses anstreben, scheuen wir nicht die thematische Überschneidung zum traditionellen Kernbereich. Gerade wenn es um neue und kontroverse Themen zur Religions- und Kirchengeschichte geht, ist es auch die Aufgabe unseres Bereichs, diesen der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Deswegen freuen wir uns sehr, dass sich Herr Geilus mit seinen aufrüttelnden Thesen an uns zur Rolle der Religion im Nationalsozialismus an uns gewandt hat. Und ich freue mich auf eine spannende Diskussion oder ein spannendes Gespräch. Vielen Dank. Danke, Frau Eisleb, für die Einführung. Spannendes Gespräch oder Diskussion. Ich hoffe, dass wir beides heute Abend hinbekommen. Sowohl ein Gespräch zwischen uns beiden, Manfred Geilus und mir, wie auch eine Diskussion mit Ihnen, meine Damen und Herren, wie auch mit denjenigen, die dann zugeschaltet sind entsprechend. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung hierhin an die Direktorin Frau Kriete. Herzlichen Dank für die freundliche Einführung. Herzlichen Dank für Ihr Kommen und Ihr Interesse heute Abend. Aufrüttelnde Thesen, Frau Eisleb, so hatten Sie das Buch eingeführt und ich will unmittelbar daran anschließen. Gläubige Zeiten. Meine Damen und Herren, das Buch, was uns heute hier zusammenführt, ist eine Provokation. Gläubige Zeiten. Mit diesem Titel denkt Manfred Geilus nach und schreibt über den Nationalsozialismus oder, wenn man seinen eigenen Überlegungen folgt, über die Hitlerzeit. In den Jahren 1933 bis 1945 vermisst er Religiosität in ihren alten wie auch in ihren neuen Formen und bescheinigt dem religiösen Feld eine ungeheure Vitalität, Dynamik und Wirkungskraft. Gläubige Zeiten eben, deren Wandel viele christliche Zeitgenossinnen und Zeitgenossen vor allem als Religious Revival, als ein Wiederaufblühen von Religion erfahren hätten. Als eine, und jetzt zitiere ich Manfred Geilus wörtlich, wundergleiche Erfüllung lang gehegter Erwartung. Weg von der gottlosen Republik von Weimar hin zu einem neuen Deutschland mit neu erwachter Gläubigkeit. Was die Deutschen glaubten in diesem vermeintlich tausendjährigen Reich, also zwischen 1933 und 1945, diese Frage ist bislang immer anders beantwortet worden. Und an drei Punkten möchte ich Ihnen illustrieren, inwieweit die Thesen von Manfred Geilus wirklich im Dissens stehen zu einem Geschichtsbild, was breit vermittelt worden ist. Und ich fange damit zunächst einmal mit den Zeitgenossinnen und Zeitgenossen unmittelbar
1945 an und greife dazu ein Zitat von Heinrich Krone heraus. Heinrich Krone, später Bundesminister mit verschiedenen Geschäftsbereichen. Jetzt aber, 1945, ist er Mitgründer der Christlich-Demokratischen Union und ein enger Vertrauter von Konrad Adenauer. Am 1. September 1945 notiert Krone in seinem Tagebuch: Die Geschichte lehrt, dass alle Versuche, dem deutschen Volke eine politische Form zu geben, ohne dass die Kirchen bei diesem Bau mitgewirkt haben, gescheitert sind. Wir haben nur die Wahl, uns als Volk zum Christentum zu bekennen. Und mit diesem rhetorischen Fanfarenstoß reiht sich Krone ein in einen großen Chor, der weit über die Kirchenfunktionäre hinaus erschallt. Wo das Reich besiegt, die Nation zerbrochen ist, da gibt es nur eine Rettung, zurück zum Christentum, Rechristianisierung eben. Und die Kehrseite dieser Medaille ist die Gegenrechnung dieser Sicht. Der Nationalsozialismus war ein Abfall von Gott und musste deswegen katastrophal enden. So eine weit verbreitete Interpretation der jüngsten Geschichte 1945 fortfolgende. Die Geschichtspolitik der Kirchen, der evangelischen wie auch der katholischen, nahm diese Deutung, das ist mein zweiter Punkt, gerne und intensiv auf. Man sammelte in den 50er Jahren der Bundesrepublik die Biografien von Priestern unter Hitlers Terror, aber auch von Märtyrern aus dem nicht professionellen Bereich. Und beim Begriff der Märtyrer hören Sie die Anführungszeichen bitte mit. Martin Niemöller, Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth, auf der katholischen Seite als Pars pro Toto, Kardinalgraf von Galen. Trotz aller Differenzierung im Einzelnen überwiegen in dieser Zeit Zugriffe, die von einem Gegenüber der beiden Größen ausgehen. Der Nationalsozialismus, seine Organisation, seine Weltanschauung stehen dann auf der einen, die religiösen Gemeinschaften, ihre Zusammenschlüsse und ihre Sicht auf die Welt auf der anderen Seite. Und die Beziehung, die Geschichte ihrer Beziehung wird mithin vorwiegend als Konfrontation geschrieben, bis hin zum Kirchenkampf und Widerstand, wechselnde Abstände zueinander, wie auch gelegentliche Überlappung der beiden Felder entsprechend. Die Spuren dieser dualistischen Konzeption, wie sie in der unmittelbaren Nachkriegszeit grundgelegt werden, lassen sich eigentlich bis heute weiterverfolgen. Und das ist mein dritter Punkt. Sie führten nicht nur in den populären Darstellungen zur NS-Diktatur, sondern auch in wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu einem höchst profilierten und profilstarken Bild. Die Rolle der Kirchen während der Zeit der NS-Diktatur wurde vor allem und immer wieder mit dem Augenmerk auf deren Widerständigkeit gegen die Diktatur behandelt. In Überblicksdarstellungen zum Nationalsozialismus, im Abiturstoff bis hin zum wissenschaftlichen Standardwerk avancierte deshalb das Widerstandskapitel zum natürlichen Ort der Darstellung der Geschichte der Kirchen im Nationalsozialismus. Der Katholizismus, so Heinz Hürten, habe jetzt wörtlich im nationalsozialistischen Deutschland eine Welt erhalten, die nicht vom Nationalsozialismus stammte und stärkte ein Milieu, das sich diesem mehr oder weniger entzog. Und mit Blick auf die protestantische Seite dominiert nach wie vor die populäre Vorstellung vom Kirchenkampf, verstanden als Konfrontation von NS-Staat und den christlichen, speziell den evangelischen Kirchen. Gelegentlich trifft sich diese Vorstellung dann mit der kirchlichen Selbstdeutung und Geschichtspolitik nach 1945 und gipfelt in der Feststellung, dass die Jahre der Diktatur eine gottlose Zeit gewesen seien. Manfred Geilus setzt mit seinem Buch einen Kontrapunkt. Nicht gottlose, sondern gläubige Zeiten seien die vermeintlich 1000 Jahre zwischen 33 und 45 gewesen. Nicht religionskonträr, sondern entstanden aus dem religiösen Bedürfnis der breiten Bevölkerung. Nicht religionsfern, sondern getragen von Heilserwartungen und Erlösungshoffnungen. Nicht säkularisierend, sondern religionsproduktiv, anregend für neue Formen und Dynamiken der Transzendenzbeziehung. Das, meine Damen und Herren, ist eine starke These, die Manfred Geilus formuliert hat.
Ich will diese Einführung nicht beschließen, ohne ein persönliches Bekenntnis zu sagen. Als mich Manfred Geilus vor einigen Monaten mit einer Werbeanzeige oder dem schon gedesignten Cover seines Buches per E-Mail überraschte, habe ich gedacht, das ist ein Buch, was es wirklich in sich hat. Und dieses Buch hätte ich auch selbst gerne geschrieben. Dass dieser erste Anflug meinerseits völlig unbegründet war und dass Manfred Geilus derjenige ist, der dieses Buch geschrieben hat und schreiben musste, das zeigt sich sehr schnell, wenn Sie auch nur wenige Aspekte seiner Biografie in den Blick nehmen. Professor für Neuere Geschichte an der TU Berlin, Autor einer gewaltigen Studie zur Durchdringung des protestantischen Sozialmilieus in Berlin, Verfasser weiterer Bücher wie auch Aufsätze zur Kultur- und Religionsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Alles in allem ist Manfred Geilus prädestiniert für diese Schrift wie kein Zweiter. Lieber Manfred, damit schließe ich. Die Bühne ist die deine. Ja, vielen Dank für die Begrüßung, für die Einführung, auch vom Verlag. Vielen Dank auch fürs Kommen in diesen schweren Zeiten. Das ist ja auch heute nicht selbstverständlich. Ich freue mich, dass wir gleichwohl eine Präsenzveranstaltung heute Abend haben können. Buchvorstellung. Gläubige Zeiten. Es gab vor wenigen Jahren das Buch herausgegeben von Großbölting und Blaschke, Was glaubten die Deutschen? Mit Fragezeichen. Ganz unbescheiden würde ich jetzt darauf antworten, lesen Sie das Buch, da steht es drin. Das glaubten die Deutschen. Ich will aber gleich hinzufügen, es ist natürlich ganz schwierig bis unmöglich, den Glauben von 65 Millionen überhaupt zu erfassen und auf knappem Raum darzustellen. Ich habe es versucht und bin gespannt, wie man im Allgemeinen darauf reagieren wird. Sie sehen hier also auch gleich mal das erste Foto nochmal zurück. Das erste Foto, das dann zum Titelblatt wurde. Ich muss ja sagen, der Verlag machte drei Vorschläge für das Titelblatt. Und als ich diesen Vorschlag sah, da war meine Entscheidung ziemlich schnell, dass ich sagte, ja, okay, Sie kriegen das Manuskript. Also so könnte ich mir das Buch etwa vorstellen. Also das Foto zeigt die neue Garnisonkirche. Die Berliner kennen sie, viele jedenfalls. Es ist die Kirche am Südstern, wo man häufig mit dem Auto vorbeifährt. Die Kirche steht auf einer Verkehrsinsel. Neue Garnisonkirche, Gedenkgottesdienst für SA-Führer Hermann Voss, war ja kein ganz bekannter Mann, aber ein SA-Schläger, das wird man schon sagen können, war er ganz gewiss. Am 6.4.34 wurde er bestattet auf dem Zwölf-Apostel-Friedhof. Also das sind diese gesamten Friedhöfe da an der Bergmannstraße. Kann man sich ansehen, nur die ganzen Nazi-Gräber, die da waren, sind natürlich verschwunden. Am Altar Pfarrer Dr. Johannes Wenzel.
hier, er ist ein bisschen verschwommen. Man kann ihn nicht scharf erkennen. Aber Johannes Wenzel war ein damals bekannter Nazi-Pfarrer. Soweit ich erinnere, hat er auch die Trauung von Josef Goebbels irgendwo in Brandenburg auf dem Land vollzogen, in den frühen 30er Jahren, also noch vor 33. Da war er schon auf diesem Gebiet tätig. So, also das Buch, das kleine Buch, dieses kleine Buch ist eine Frucht des ersten Corona-Jahres 2020. Die Pandemie brachte, man scheut sich ja, das zu sagen, die Pandemie brachte auch manches Positive mit sich. Als alles geschlossen und fast alles verboten war, mehr Zeit, mehr Ruhe, mehr Besinnung. Die Unis waren zu, die Bibliotheken waren zu, die Kneipen, die Restaurants waren zu, die Schulen, die Kindergärten waren zu. In dieser Situation versuchte ich, mich einmal darauf zu besinnen, was ich während der vergangenen 2 bis 3 Jahrzehnte in der Hauptsache geforscht und geschrieben hatte. Man musste ja überwiegend zu Hause sitzen. Fass das doch mal zusammen in einer kleinen Zwischenbilanz. Aber kurz und knapp sollte sie sein. Kein dicker Wälzer, sondern ein schmales Bändchen von vielleicht 150 Seiten, ist ein bisschen mehr geworden jetzt, über Glaube, Konfession und Religion im Dritten Reich. Mit anderen Worten, Zielsetzung war eine Wanderung mit leichtem Gepäck durch die erstaunlich heterogene und bewegte Religionslandschaft der Hitlerzeit. Eine Grundthese war dabei leitend. Das Dritte Reich war keine Epoche forcierter Säkularisierung. Keine Zeit eines entfesselten Atheismus. Keine Zeit gesteigerter Gottlosigkeit. Eher das Gegenteil ist richtig. Die Epoche war eine Zeit intensivierter Gläubigkeiten, der religiösen Erweckungen, Zeit eines veritablen Religious Revival. Die Deutschen, so meine These, glaubten eher zu viel als zu wenig während der Hitlerzeit. Diese umfassende Glaubenswende um 1933 war eine geistig-religiöse Gegenbewegung zur säkularen Weimarer Republik, die von den zeitgenössischen Kirchen nur allzu gern als gottlosen Republik verunglimpft worden war. Eine weitere Beobachtung fällt als Signatur dieser Epoche sofort ins Auge. Die vielfältigen Mischungsverhältnisse individueller Gläubigkeiten im Dritten Reich. Die Leute waren nicht entweder Christen oder Nationalsozialisten, sondern sehr häufig beides zugleich. Sie bekannten sich zu ihrer christlichen Tradition und hielten daran fest. Zugleich waren sie politisch neugläubige Nationalsozialisten. Deutschtum und Hitler verwandelten sich bei ihnen zu einem zweiten Glauben, nationalsozialistische Christen. Ja, das ist Gerhard Kittel, einer der bedeutendsten Theologen des Dritten Reiches, Tübingen, mit Ehefrau um 1940. Also sehr ehrenwerte Personen, Honoratioren,
in Tübingen, einflussreich in der Theologie, in der Wissenschaftspolitik im Dritten Reich und zweifellos ein nationalsozialistischer Christ. Christlich allemal, schwäbischer Pietismus die Herkunft, aber von 33 bis 45 Mitglied der NSDAP und sah auch keinen Grund, die Partei zu verlassen bis Kriegsende. Uns mag das heute als Widerspruch oder Gegensatz erscheinen. Für viele Zeitgenossen jedoch waren beide Glaubenshaltungen gut miteinander vereinbar. Dieses Grundphänomen der Epoche wird in neueren Untersuchungen mit Begriffen wie religiöser Doppelglaube, multiple Gläubigkeit oder hybride Religiosität bezeichnet. Öfter greife ich auch den von Thomas Nipperdey geprägten Begriff vagierende Religiosität auf. Ist ein bisschen altmodisch, das Verb vagieren, etwa bedeutend umherziehen, umherschweifen. Also es ist eine außerkirchliche, umherschweifende Religiosität, die es aber in massivem Ausmaß in der Hitlerzeit gegeben hat. In etwa in 15 kleinen Kapiteln versuche ich, die Grundthese von der Wiederkehr und Persistenz des Religiösen im Dritten Reich zu belegen. Das geschieht am Beispiel des Umbruchjahres 33, das nicht nur eine politische Zäsur war, sondern auch als religiöses Erlebnis beschrieben werden kann. Exemplarisch dafür stehen die Ereignisse um den Tag von Potsdam am 21. März 33, als sich in weihevoller Zeremonie vor dem Altar der Garnisonkirche das alte Preußen, Hindenburg, und die junge NS-Bewegung, Hitler, die Hand zur Vermählung reichten. Vermählung ist ein Originalbegriff aus der Hitlerrede, die er an diesem Tag in der Garnisonkirche gehalten hat. Vermutlich die einzige Rede, die Hitler in einer Kirche gehalten hat. Das haben wir natürlich auch. Die Bilder sind im Allgemeinen bekannt. Ich möchte nur eins vielleicht noch hinzufügen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der damalige Generalsuperintendent Otto Dibelius, ein Name, den ja die Kirchenhistoriker kennen, hier in der ersten Reihe auch dabei sitzt. So, nee, hier muss ich. Dieser hier vorne, hier haben wir ihn. Das dürfte Otto Dibelius sein, der die Szenerie verfolgt hat und auch kurz darauf tief ergriffen darüber berichtet hat. Ja, Tag von Potsdam. Das 15 Kapitel wird alles versucht zu belegen. Ich versuche in dem folgenden Kapitel dann am Beispiel der Protestanten, die zwei Drittel der Deutschen ausmachten und die vom neuen Regime des nationalen Aufbruchs weithin begeistert waren, ihr Verhalten aufzuzeigen. Die innerkirchliche Glaubensbewegung Deutsche Christen, stark christlich-völkisch und antisemitisch geprägt, verkörperte diese protestantische Euphorie in herausragender Weise. Massentrauungen, Massentaufen, Massentrauungen, vielfach geschehen, 1933 sogar noch bis nach 1934 hinein. Dann haben die Nazis das mehr oder weniger verboten, untersagt, weil sie sagten, wir dulden keine andere religiöse
Propaganda neben uns, und das ging ihnen zu weit, was die deutschen Christen da aufführten. Massentrauung. Mit ihrem Ansturm auf die alte Honoratiorenkirche setzten sie, die deutschen Christen, im Protestantismus die maßgebliche Signatur des Jahres 33. Die bekennende Kirche, mit zeitlicher Verzögerung entstanden, war innerkirchliche Opposition gegen die deutschen Christen, nicht jedoch politische Opposition gegen das NS-Regime. Diesen Satz muss ich immer wiederholen in Vorträgen, weil bis heute bekennende Kirche mit Widerstand gleichgesetzt wird. Das war nicht so. Beide Richtungen, deutsche Christen, bekennende Kirche, stritten im sogenannten Kirchenkampf um innerkirchliche Vorherrschaft. Resultat waren Spaltungen und heillose Zerstrittenheit in der christlichen Mehrheitskonfession. Ja, ich zeige hier nur eine Person stellvertretend für die bekennende Kirche. Es fällt ja auf, wenn man sich mit der Zeit beschäftigt, von den deutschen Christen kann man unzählige viele Massenfotos zeigen, weil sie eben eine Massenbewegung waren und ihre Symbole, ihre Fahnen und ihre Kulte und Riten hatten. Von der bekennenden Kirche kann man kaum Massenaktionen Massenaktivitäten zeigen. Man ist dann schon immer darauf verwiesen, Personen zu zeigen, Porträts, Repräsentanten. Deshalb zeige ich Karl Barth, der ja ohne Zweifel der klarste theologische Kopf in dieser Zeit war, in der im Allgemeinen christlich-theologisch eine große Verwirrung herrschte. Belegt wird die Grundthese ferner am Beispiel der Katholiken, die zwar weniger euphorisch wie die Protestanten waren, aber die doch mit ihnen um die Gunst des Führers buhlten und sich an die neuen Zeitverhältnisse anzupassen suchten, trotz allerhand Stress und Verdruss durch das Regime, das beide großen christlichen Konfessionen zu marginalisieren versuchte. Ja, man findet also nicht viele solche Fotos bei Katholiken, aber auch sie haben bei verschiedenen Gelegenheiten den Arm gehoben, wie das in der Zeit üblich war. Verglichen mit den Protestanten sah es im Großen und Ganzen bei den Katholiken allerdings besser aus. Es gab keine den deutschen Christen vergleichbare christlich-völkische Massenbewegung in ihren Reihen. Die katholischen Fenster und Türen waren fester verschlossen gegenüber den NS-Ideen. Und die Zahl katholischer Geistlicher, die zugleich der NSDAP angehörten, blieb deutlich unter 1%. Während sie in den protestantischen Landeskirchen bei durchschnittlich 15-20% lag. Belegt wird die Grundthese am Beispiel der sogenannten Deutschgläubigen, die meinten, 1933 sei ihre große Stunde gekommen. Sie boten dem NS-Regime mit einem postchristlichen, völkischen Deutschglauben als dritte Konfession, so sagten sie, dritte Konfession, eine Alternative an. Ihr maßgeblicher Führer war Jakob Wilhelm Hauer. Den wollen wir auch mal sehen. Leichte Anklänge an Friedrich Nietzsche sind nicht zu übersehen. Ja.
Jakob Wilhelm Hauer, ein ehemaliger evangelischer Missionar mit langem Indienaufenthalt und Professor für Religionswissenschaften an der Uni Tübingen. Man könnte bei ihm sagen, das will ich, können wir vielleicht später ausführen, der Mann ist zu lange in Indien gewesen. Er sollte dort missionieren für das Christentum. Als er zurückkam, hat er umgekehrt missioniert. Also, Indogermanen-These, völkisch gedacht, zur Überwindung des Christentums. Schließlich ist von sogenannten Gottgläubigen die Rede. Sie sahen in der NS-Weltanschauung und in Hitler ihren neuen Glauben. Verdeutlicht wird diese religiöse Haltung an der Biografie des ehemaligen Theologiestudenten Matthes Ziegler. Den haben wir auch. Man sieht, ein junger Mann. Matthes Ziegler, der zu einem führenden Mitarbeiter Alfred Rosenbergs avancierte. SS-Führer Heydrich definierte Gottgläubigkeit für den Parteigebrauch als kirchenfreie deutsche Religiosität. Die Definition ist gar nicht übel, also damit kann man arbeiten. Religiosität ist es, mit der Kirche hat es nichts zu tun, aber eben doch der Anspruch auf Religiosität. Die gottgläubigen, weltanschaulich fanatische Parteimitglieder verbaten sich von den christlichen Kirchen ausdrücklich die Kennzeichnung als gottlos oder als Neuheiden. Dergleichen Etikettierung empfanden sie als herabwürdigend. Schließlich und nun weiter, abkürzend nur noch in Stichworten, untersucht wird das Verhalten von Christen beider Konfessionen in der Kristallnacht, also Christen und Kristallnacht. Untersucht wird weiter die Rolle der Protestanten und Katholiken im Zweiten Weltkrieg in eigenen Kapiteln, besonders im Ostkrieg, der in vielen Fällen als ein antibolschewistischer Kreuzzug interpretiert wurde. Da haben wir einen katholischen Feldgottesdienst. Das gab es viel im Zweiten Weltkrieg. Schließlich wird von Erosionen des neuen Glaubens, also Deutschglaube oder Gottglaube, beides, zu Kriegszeiten berichtet. Wie sich zeigen lässt, brach der nationalsozialistische Aufbruch zu einem neuen postchristlichen Deutschglaube bereits während des Krieges ab. Zuletzt werden Haltungen und Verhaltensweisen von Protestanten und Katholiken während des Holocaust beschrieben. Sie reichen von heftigster Mordanklage von der Kanzel Helmut Hesse in Wuppertal bis hin zur tätigen Teilnahme am Judenmord. Propst Walter Hoff aus Berlin. So, abschließend, ich bin gleich fertig. Im Blick auf das gesamte deutsche 20. Jahrhundert ergibt sich als Resümee: In keiner anderen Epoche des zurückliegenden und so grausam fehlgehenden Jahrhunderts sprachen die Deutschen so viel von Glaube, Bekenntnis, Konfession und Religion wie während des Dritten Reiches. Religion, so sei hier in Zuspitzung als Kommentar, als ein Kommentar von mir hinzugefügt. Religion mag ja gut sein, aber zu viel Religion ist es nicht. Zumal dann, wenn sie fanatisch oder fundamentalistisch wird und wenn sie sich mit Zielsetzungen totalitärer Politik vermischt. Schlimme Irrwege sind dann allzu leicht die Folge. Letzter, vorletzter Satz. Es treibt ja uns
alle seit langem die Frage um, wie war es möglich, dass die Deutschen im frühen 20. Jahrhundert derart tief in Abgründe marschieren konnten und dabei noch große Teile Europas mitrissen. Dieses Buch, das einen nüchternen Blick auf Gläubigkeiten im Dritten Reich versucht, gibt vielleicht ein paar Antworten. Ja, damit bin ich durch. Ich hoffe, 20 Minuten. Ich habe jetzt nicht geschaut. Also jetzt, wie weiter im Programm? Entschuldigung, jetzt habe ich einen wichtigen Hinweis bekommen, dass das Mikrofon noch anzuschalten ist, sonst können weder Sie im Saal mich richtig hören, vor allen Dingen nicht diejenigen, die zugeschaltet sind. Herzlichen Dank, Manfred, für deine Ausführungen. Du konntest jetzt viele Punkte deines Buches nur im Staccato vorstellen, also die Kriegsphase beispielsweise, die Beteiligung, sowohl das Wissen um wie auch die Praxis beim Holocaust beispielsweise, Christen in der Kristallnacht. All das sind nur noch Stichworte gewesen, die hier gefallen sind. Und wir wollen dieses anschließende Gespräch zwischen uns beiden dazu nutzen, um dort das eine oder andere zu vertiefen. Ich möchte aber, lieber Manfred, mit einem anderen Punkt beginnen. Wir haben eine Einleitung gehabt, in der ich, glaube ich, sehr grundsätzlich auch meine Zustimmung zu deiner Position signalisiert habe. Ich bin mir aber sicher, dass es eine Reihe von Fragen an dieses Buch geben wird. Und bevor wir sozusagen nochmal in die Einzelheiten gehen, will ich versuchen, dich so ein wenig herauszufordern, deine Position nochmal etwas stärker zu machen, indem ich jetzt verschiedene Rollen einnehme. Und den ersten Hut, den ich mir aufsetze, ist der eines lutherischen Pfarrers, der davon sprechen wird, dass viele Beobachtungen richtig sind, aber dass die Kirche ja doch zunächst mal eine religiöse Gemeinschaft ist und keine politische Organisation. Und was wir getan haben, so spricht jetzt der lutherische Pfarrer, lieber Herr Geilus, wir haben diejenigen in Deutschland, die Männer und Frauen begleitet in ihren politischen Zerrissenheiten. Und wir haben ganz klar nicht energisch genug widersprochen, wir haben uns nicht energisch genug widersetzt, aber es wäre letztlich auch ein zu viel verlangt, dass eine Kirche in diesem Moment zu einem politischen Instrument, zu einer politischen Organisation mutiert. Und vieles von dem Bild, was Ihrem Buch unterliegt, jetzt spricht wieder der lutherische Pfarrer, ist genau von diesem Idealbild geprägt. Nämlich die Kirche hätte aufstehen müssen wie ein Mann, wie eine Frau, um sich dem zu widersetzen. Ist da nicht sozusagen eine Folie unterlegt, auf der dann alles, was du so richtig beobachtet hast, besonders krass hervorstechen muss? So mein Einwand aus der Perspektive des lutherischen Pfarrers. Ja, also es klang ja an, es klangen Formulierungen an der Stuttgarter Schulderklärung. Warum haben wir nicht brennender geliebt, heißer bekannt und so weiter und so fort? Das trifft für einen geringen Teil der Protestanten wohl zu. Ich würde sagen, für die bekennende Kirche und bei der bekennenden Kirche auch wieder nur für einen Teil der bekennenden Kirche, nämlich für die sogenannten Dalemiten, das heißt die Kreise um Niemöller, Karl Barth, Bonhoeffer und so weiter, die könnten es so formulieren. Aber die andere Hälfte, schon die andere Hälfte der bekennenden Kirche, die sogenannten Lutte,
Landeskirchen Hannover, Bayern und Württemberg. Schon für die passt dieser Satz nicht zum Verhalten im Dritten Reich. Denn sie haben ja nicht nur nicht widersprochen, aus christlicher Sicht, sondern sie haben an vielen Stellen mitgemacht und sich beteiligt. Und allemal treffen solche Auffassungen nicht zu für den Normalprotestantismus, der weder bei deutschen Christen noch bei bekennender Kirche war, und erst recht nicht für die deutschen Christen. Die deutschen Christen waren Nationalsozialisten in der Kirche und sie eroberten einen Raum, sagen wir mal 25-30% des zeitgenössischen Protestantismus. Das waren Täter, das waren Mittäter. Ja, da ging es nicht um brennender oder heißer Bekennen, sondern da ging es darum, die völkischen nationalsozialistischen Ideen in der Kirche zu den herrschenden Ideen zu machen und eine völkische Theologie an die Stelle zu setzen. Also kurz und gut, die Kirche brauchte gar nicht eine politische Organisation werden. Sie brauchte eigentlich nur sich daran halten, was in den 10 Geboten formuliert ist und was ansonsten noch an theologischer Essenz im Neuen Testament zu finden ist. Wenn sie das getan hätte, dann hätte es im Dritten Reich schon viel anders ausgesehen. Aber sie haben es nicht getan, weil sie national waren, weil sie völkisch waren und weil sie über sehr weite Strecken vom nationalen Aufbruch mit den Nationalsozialisten begeistert waren, sehr angetan waren. Darum war es so. Und insofern, also das möchte ich ja gar nicht verlangen und das wäre nicht meine Position, Ihnen vorzuwerfen, Sie hätten keine politische Option. Wunderbar. Gut. Ich nehme das auf und setze mir den zweiten Hut auf, beziehungsweise setze den einen Hut ab, den lutherischen, und ziehe sozusagen die Kopfbedeckung des katholischen Priesters, vielleicht sogar des Bischofs auf, nämlich die Mitra. Ja. Und jetzt würde ich sagen, wieder formuliert aus der Position des katholischen Bischofs, wir waren weniger national, wir waren sicher weniger staatszentriert. Es gab weniger Katholiken, die die NSDAP gewählt haben. Es gab weniger Katholiken, die Mitglied der NSDAP waren. Du hast selbst davon gesprochen, dass es auch nur einen ganz kleinen Haufen von braunen Priestern gab. Also die Zahlen hattest du entsprechend genannt. Es gibt natürlich diplomatische Zurückhaltung mit brennender Sorge. Die Briefe des Kardinal von Galen und so weiter sind alle Dinge, die formuliert sind, vor allen Dingen mit Blick auf die eigene Konfession, keine offene Konfrontation, aber doch das getan, was diese Kirche hat tun können in diesem Zusammenhang. Die Dichte des katholischen Milieus ist 1937 organisatorisch auf ihrem Höhepunkt, wenn man sich das Vereins- und Verbandswesen anguckt. Also viel geschlossener hätte man eigentlich auch in diesen gläubigen Zeiten katholisch-orthodox gar nicht agieren können. Nochmal zugespitzt die Frage danach, wie diese gläubigen Zeiten deine Beschreibung der großen diffundierenden Religiosität tatsächlich hier im Fall der katholischen Kirche zutrifft. Ja, ich sage das ja immer wieder in den Vorträgen. Bei den Katholiken sah es besser aus. Ja, im Vergleich mit der anderen großen christlichen Konfession. Es sah besser aus. Keine Massenbewegung wie die deutschen Christen im Kirchenbereich, weil es eine streng hierarchische Organisation war. Und der Chef saß bekanntlich in Rom. Also sozusagen räumlich oder geografisch in einer gewissen Sicherheit.
Und ganz generell wird man auch sagen können, die Katholiken waren ganz generell viel kirchennäher, von strengerer Gläubigkeit als die Protestanten. Die Protestanten waren ja sozusagen Freigeister, die ab und zu in die Kirche gingen oder auch nicht. Die Katholiken gingen zu einem viel, viel höheren Prozentsatz regelmäßig zur Kirche, nahmen die Sakramente. Sie haben viel mehr Sakramente und sie nahmen sie viel häufiger. Das heißt also, hier ist eine viel strengere, wenn auch traditionelle Anbindung an die Lehre des Christentums. Das ist bei den Katholiken vorhanden. Und das sage ich dann auch in jedem Vortrag immer wieder, es sah bei Ihnen besser aus, aber freut euch dann nicht zu früh, auch bei der katholischen Kirche gibt es allerhand, was man kritisch sehen kann oder kritisch sehen muss. Mal abgesehen davon, dass es eben auch die sogenannten braunen Priester gab, einige Namen. Sie sind ja nicht so bekannt, weil die katholische Kirchengeschichtsschreibung schreibt ungern über diese braunen Priester. Josef Roth, Albert Hartel, Philipp Häuser und andere. Aber das sind schon auch interessante Figuren. Also katholische Nationalsozialisten. Der Theologe Karl Adam, Tübingen, ein sogenannter Brückenbauer, der eben Brücken zwischen Katholizität und Nationalsozialismus bauen wollte. In Münster, wo du lange gewesen bist, gab es auch einige Universitätstheologen. Und dann muss man natürlich auch sehen, das ist aus meiner Sicht eines der stärksten kritischen Argumente, der Nationalsozialismus hat ja dann auch in rein katholischen Regionen funktioniert. Wer hat denn den Nationalsozialismus administriert in Oberbayern oder in den Diözesen Münster, Köln, Aachen und so weiter? Das müssen ja ganz überwiegend Katholiken gewesen sein, die gleichzeitig Funktionen als Parteifunktionäre hatten, also jetzt nicht ganz oben, aber in der Mitte und bis nach ganz unten, also Bürgermeister und was alles eben dort nötig war. Und das waren Katholiken. Und die konnten eben auch katholischen Glaube und Nationalsozialismus vereinbaren. Für sich, in ihren Köpfen. Also, das heißt also, einige rein katholische Regionen in Deutschland, wenn ich das umkehre und wenn ich ja mit katholischen Historikern, Kirchenhistorikern diskutiere, dann müssten Sie mir mal erklären, warum denn das funktioniert hat in den rein katholischen Regionen. Und dann kann man natürlich besonders auch auf Österreich verweisen, Anschluss von Österreich, März 38. Ja, eine ganz überwiegend katholische Bevölkerung, die waren begeistert, die haben gejubelt. Das kann man in dem jüngsten Buch von Jürgen Falter kann man das sehen, wie also die Parteieintritte, die standen Schlange vor den Büros, um in die NSDAP einzutreten in Österreich. Katholikin. Ja, also das heißt, die Antwort für die Katholiken, ich spreche ja im Übrigen im Buch überwiegend nicht von der katholischen Kirche oder evangelischen Kirche, sondern von den Protestanten und den Katholiken, das heißt Einzelpersonen, in Österreich war sozusagen die Durchdringung der gesamten Gesellschaft durch den Nationalsozialismus in kürzester Zeit so weit gediehen wie im Altreich. Ja. Das gab keinen großen Unterschied.
Manfred, lass mich noch einmal einsetzen. Ich hatte dir versprochen, drei kritische Positionen zu formulieren. Jetzt haben wir einmal über die Protestanten gesprochen, wir haben einmal über die Katholiken gesprochen. Jetzt lass uns doch mal über die deutsche Bevölkerung im Allgemeinen sprechen. Also für die Erklärung, wie kam es zum Nationalsozialismus, gibt es ja nun eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen in der Geschichtswissenschaft, die diesen auch ohne religiösen Faktor erklären können. Also die Deutschen sind korrumpiert worden durch materielle Vorteile, ganz zugespitzt die Position von Frank Bajor. Götz Ali, der hier in Berlin auch ein bekannter Historiker ist, der davon spricht, dass selbst der Holocaust eigentlich auch viele sekundäre Motive gehabt hat, nämlich im ökonomischen und sozialen Bereich. Dein Bild vor den gläubigen Zeiten setzt jetzt nun wirklich vollkommen auf eine ideologisch-religiöse Fundierung. Wie verhältst du dich denn zu diesen anderen Erklärungen des Nationalsozialismus, Ulrich Herbert? Also wir könnten viele nennen, viele Historikerinnen und Historiker, die diesen religiösen Faktor, den du ganz nach vorne schiebst, eher am Rande oder vielleicht sogar gar nicht erwähnen. Also wie gläubig sind diese Zeiten denn tatsächlich im Abgleich zu diesen Positionen? Ja, das ist mir natürlich auch aufgefallen. Also nach meiner Meinung sind auch unsere großen, renommierten NS-Historiker auf diesem Gebiet ein bisschen blind. Das wundert mich. Vielleicht ändert sich das mal im Laufe der Zeit, aber das Thema Religiosität oder Religion im Dritten Reich wird am Rande behandelt. Warum? Der Frage müsste man mal nachgehen. Also das kann ich auch nicht jetzt so leicht beantworten. Aber ich habe den Eindruck, sie tun sich schwer mit dem Thema Religion. Religion in der Geschichte. Und ich würde für mich jetzt sagen, das ist Kulturgeschichte, Mentalitätengeschichte, Religionsgeschichte, was ich mache. Und mein Anspruch ist jetzt nicht zu sagen, man muss, um den Nationalsozialismus zu erklären, auf Religion und nur auf Religion schauen. Das wäre natürlich völlig überzogen, aber man darf diese Dimension des Lebens nicht außer Acht lassen für das Dritte Reich. Und ich glaube, ich habe einige gute Argumente und auch Belege, dass eben Religion, Religiosität eine große Tatsache im Alltagsleben des Dritten Reiches gewesen ist. Allein deshalb schon, weil der Nationalsozialismus oder die völkische Bewegung, der nationale Aufbruch, die große Gegenthese zur säkularen Weimarer Republik sein wollte. Und das war ja die Zeit dann auch in gewisser Weise. Die Weimarer Republik wurde aus vielen Gründen verunglimpft, verteufelt, herabgewürdigt. Viel hatte mit der Säkularisierung in dieser Phase zu tun. Die Weimarer Republik ist ein Säkularisierungsschub oder Sprung in der deutschen Geschichte. Da ist ja angefangen also von der Verfassung und vom Staat, dass der Staat kein christlicher Staat war wie zuvor, sondern religionsneutral und zum Thema Religion, Konfession selber überhaupt keine Position bezog. Nicht? Und das Dritte Reich ist die Gegenthese. Und darum sind auch die Kirchen so begeistert, weil die Kirchen haben gelitten in der Weimarer Republik, besonders die evangelischen Kirchen. Die haben sozusagen große Furcht gehabt, dass die Säkularisierung so jetzt immer weitergeht. Das bezieht sich natürlich hauptsächlich auf die Großstädte, Berlin besonders, Hamburg, andere protestantische Großstädte, wo viele Zehntausende jedes Jahr aus der Kirche ausgetreten sind, wo an vielen Stellen der Religionsunterricht
in den Schulen, in den modernen Reformschulen der Weimarer Republik aufhörte. Und so weiter und so weiter. Und 1933 dreht sich das um. Die Leute treten nicht mehr aus den Kirchen aus. Viele kehren sogar wieder zurück. Es gibt eine starke Wiedereintrittsbewegung in die Kirchen. Es war ein neues Klima entstanden. Und in diesem neuen Klima galt, der Mensch, die Deutschen, müssen wieder Konfession haben. Wer keine Konfession hat, der macht sich verdächtig. Ist da ein Linker, ein Dissident, ein Roter, okay, ein alter Roter? Also Konfession war höchst angesagt, also wieder rein in die Kirchen. Wir könnten diesen Punkt noch weiter aufnehmen und nochmal die Differenzierung zwischen dem Evangelischen und dem Katholischen anschauen. Also wir haben ja sozusagen das große Erleben der Weimarer Republik im Protestantismus ist das Ende des landesherrlichen Kirchenregiments als das große Trauma des Protestantismus, in dem die Nähe von Thron und Altar zu Ende ist. Im Katholizismus haben wir eine ähnliche Entwicklung eigentlich nicht zu beobachten, sondern wir sehen eher, das große Trauma des 19. Jahrhunderts ist der Kulturkampf. Also der Staat stellt sich gegen die katholische Kirche, die Katholiken halten ihrerseits dagegen. Was man nun hier beobachten kann, ist der Versuch, sich an nationaler Zuverlässigkeit oder darüber zu profilieren und gegenüber dem Staat entsprechend anzunähern. Wir könnten das vertiefen und sozusagen nochmal für die christlichen Konfessionen differenziert betrachten. Ich will aber gerne, Manfred, noch auf einen anderen Punkt hinaus. Ich setze keine Kritikermütze mehr auf, sondern ich will jetzt mal versuchen, mit dir die Chronologie deines Buches so etwas zu verfolgen. Also ein großer Vorzug dieses Buches ist es, dass es sehr schön in sich gegliedert ist. Wir haben also Betrachtungen zu den Protestanten, zu den Katholiken, zu der NS-Frömmigkeit, die sich entwickelt, zu Deutschgläubigen und Gottgläubigen und jeweils zur Religionspolitik, die die Nationalsozialisten gegenüber den Kirchen entsprechend angewendet und praktiziert haben. Ein hochinteressantes Querkapitel deines ganzen Buches ist die Frage nach den religionsproduktiven Formen. Also der Nationalsozialismus bringt nicht nur große Herausforderungen und auch Stimulanzien für die traditionellen Formen von Religion, sondern bringt eben mit den Deutschgläubigen, mit den Gottgläubigen auch neue eigene Formen von Religion hervor. Vielleicht führst du uns so ein bisschen ein in dieses Spektrum dessen, was insbesondere in den Zeiten des nationalen Aufbruchs, also 33, 34, 35, seine Anfänge und seine Blütezeit hat. Ja, war das jetzt eine Frage? Nein. Das war keine Frage, sondern die Bitte, genau diesen Strang uns einmal zu zeigen. Also wenn ich das richtig gelesen habe, sind Deutschgläubige, Gottgläubige kleine Gruppen, die wir dort anschauen. Ja. Zahlenmäßig kleine Gruppen, die aber von ihrer Ausstrahlung durchaus eine gewisse Wirkung auch in die Traditionskirchen hinein entfalten. Ja, sie waren verglichen mit den beiden christlichen Konfessionen relativ klein, die deutsche Glaubensbewegung. Aber ihr Anspruch war groß. Der Anspruch war, wir, die Deutschgläubigen, wir werden jetzt die dritte Konfession in Deutschland. Sie wollten sozusagen eine Gleichberechtigung mit den beiden christlichen Konfessionen. Und das wäre auch nur ein Zwischenziel gewesen, denn in ihrer Glaubensprogrammatik stand ja ganz klar drin, das Christentum ist falsch für Deutschland. Das Christentum muss überwunden werden. Die Deutschen brauchen eine Religion, die aus ihren eigenen Wurzeln hervorgeht, aus der nordisch-germanischen Geschichte. Die Deutschen brauchen für die Religion keine Anleihe im vorderen Orient, also Judentum, Christentum. Das empfanden sie sozusagen als unpassend, anders formuliert, das kränkte ihren nationalen Narzissmus. Sie sagten, Deutschland, Germanien, wir sind doch fähig zu eigener Religiosität. Wir brauchen das doch nicht aus dem vorderen Orient importieren. Völkisch eben. Völkische
Gedanken, die schon im 19. Jahrhundert sich ja stark verbreiten. Und 1933 sagen die, jetzt ist unsere große Stunde gekommen. Jetzt sind wir dran. Jetzt bilden wir erstmal einen Zusammenschluss aller Völkischen und dann möchten wir die Anerkennung vom Regime als dritte Konfession. Und wenn es dann so weitergeht, drängen wir die christlichen Konfessionen an den Rand oder ganz beiseite. Das war so die Vorstellung. Geworden ist daraus ja bekanntlich nichts. Das NS-Regime hat die Deutschgläubigen niemals anerkannt als offiziell als dritte Konfession, also als öffentlich-rechtlich anerkannte Religionsgemeinschaft. Es war ja ein Zusammenschluss von vielen Grüppchen. Ihren Höhepunkt hatten sie etwa 34, 35, ab 36 beginnen sie dann schon zu zerfallen. Das waren die Deutschgläubigen. Und ihr Guru, ihr Chef, ihr Meisterdenker war Jakob Wilhelm Hauer, den ich gezeigt habe. Das ist ja interessant. Der Mann kommt natürlich, sage ich jetzt, natürlich auch aus dem Christentum. Schwäbischer Pietismus, dann Basel, Missionsschule. Dann wird er jahrelang nach Indien geschickt, hat sich offenbar sozusagen in die indische Mythologie zu tief versenkt. Und als er zurückkommt, sagt er, das Christentum ist nichts für die Deutschen. Wir brauchen eine andere Religion, einen anderen Glauben. Es spielt da viel eine Rolle, diese ganzen Hypothesen. Indogermanentum, das ist ein Komplex mit lauter Hypothesen, nichts davon ist bewiesen, aber bei ihm war die Idee entstanden, wir bilden jetzt den Germanen angemessene Religion. Der Begriff ist im Wesentlichen Deutschglaube oder deutsche Glaubensbewegung. Okay, jetzt haben wir das Szenario fast komplett. Ja. Also wir haben, dann gibt es noch die Gottgläubigen. Naja, lass mich kurz einhaken, Manfred. Ja. Jetzt haben wir sozusagen das Szenario so weit entwickelt, dass wir christliche Nationalsozialisten haben. Wir haben Deutschgläubige, wir haben antichristliche Gottgläubige und wir haben sozusagen eine Religionspolitik, die von bestimmten Cliquen aus der NSDAP, aus der NS-Bewegung betrieben wird. Und du selbst schreibst einmal davon, dass die Endlösung der religiösen Frage, das ist eine Formulierung, die zeitgenössisch übernommen wurde, vertagt wurde des Krieges wegen. Lass uns einmal das Gedankenexperiment wagen, was wäre denn passiert, wenn der Krieg eben nicht verloren gegangen wäre, sondern die NSDAP, die Diktatur, weiter bestanden hätte. Wie hätte denn eine solche Endlösung der religiösen Frage, ich nehme da wieder deine Formulierung auf, denn ausgesehen in dieser Konstellation von Gottgläubigen, Deutschgläubigen, christlichen Nationalsozialisten und den sehr unterschiedlichen Akteuren wie Rosenberg und vielen anderen NS-Politikern, die in dieser religiösen Soße mitgemischt haben? Ja, sie hatten nur 12 Jahre Zeit. Neue Religionen entstehen niemals in einem Zeitraum von 12 Jahren, sondern eher im Zeitraum von Hunderten von Jahren. Aber ganz unzweifelhaft ist hier das Projekt vorhanden, einen neuen Glauben zu schaffen, zu etablieren und gegen den alten Glauben durchzusetzen. Und da würde ich sagen, ja, da tobt ein Kulturkampf im Dritten Reich. Ein Kulturkampf, die Höhepunktjahre sind so etwa 37, 38, 39. Da treten die Nationalsozialisten massiver hervor, dass sie Druck auf Parteimitglieder ausüben, aus den christlichen Kirchen auszutreten, dass sie auf Formularen bei der Konfession
eintragen, gottgläubig. Wir sind gottgläubig. Das heißt, wir sind nicht Atheisten. Wir sind keine Gottlosen. Wir glauben auch. Und ich habe ja die Formulierung von Heydrich gebracht, kirchenfreie deutsche Religiosität, aber eben Religiosität. Das heißt, da war schon der Anspruch, auch Religion und Glauben zu haben, aber einen anderen, einen ganz anderen Glauben. Und das passt ja eben auch damit zusammen, dass das Judentum nicht nur verfolgt wurde, sondern als das Böse schlechthin angesehen wurde. Diese Vorstellung, das Böse schlechthin, das gehört eigentlich schon in eine Art religiöse Weltsicht. Ja? Also, wo es Heil gibt, muss es auch das Gegenteil geben. Den Teufel oder das Böse oder was auch immer. Und die Nazis hatten ja schnell das Böse schlechthin gefunden. Das wissen wir und das kennen wir. Lass mich da noch mal einhaken, Manfred. Ja. Oder für den Gedanken gerne, Entschuldigung, für den Gedanken zu Ende. Ja, also ich glaube, das ist ein ganz guter Punkt. Also ein Kulturkampf zwischen dem alten Glauben und dem neuen Glauben. Der neue Glaube will sich sozusagen über den alten überstülpen und auf längere Sicht durchsetzen. Und ja, wenn die Geschichte weiter gegangen wäre, ja, hätte sich der neue Glaube selbstverständlich weiter ausgebreitet. Man muss ja sehen, die Kinder, die in den 30er Jahren zur Schule gingen, die in der HJ, Bund Deutscher Mädel, organisiert waren und so weiter, und die dann also mit 18 in die NSDAP eintraten, das sind ja alles die kommenden Träger des neuen Glaubens. Und die meisten oder sehr viele jedenfalls wuchsen in dieser Vorstellung auf. Allerdings die religiöse Frage oder das Thema Religion war für die Nazis ein heißes Eisen, ein Thema, was sie lieber nicht anfassen wollten. Es war schwierig, es war für sie schwer beherrschbar. Sie wollten aber die Herren der Welt sein, sie wollten allmächtig sein. Und dann stehen sie vor einem Thema, wo sie selber nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen, was sie davon halten sollen und wie sie das entwickeln sollen. Es war also in der NSDAP ein doch eher beschwiegenes Thema, aber man konnte es auch nicht eben ganz verleugnen. Es war immer irgendwie wieder präsent. Und dann mit dem Krieg, mit dem Kriegsbeginn, kam diese Antwort, die ja dann auch ein bisschen einfach und bequem war: Dieses Problem lösen wir nach dem Endsieg. Okay. So wurde meistens darauf reagiert. Mit dem Kriegsbeginn wie auch mit dem Holocaust hast du zwei ganz wichtige Elemente benannt, über die wir auf jeden Fall gerade hier in der Topografie des Terrors nochmal sprechen müssen. Wir sollten auch nochmal sprechen über das Erbe dieser gläubigen Zeiten, die, wie es dann nach 1945 verarbeitet wird. Ich möchte aber trotzdem die Gelegenheit nutzen, meine Damen und Herren, Sie auch ganz herzlich dazu einzuladen, Fragen zu stellen, Kommentare zu machen, Ihrerseits zu dieser Diskussion beizutragen. Und das gilt nicht nur für Sie, die Sie hier anwesend sind, sondern da gibt es auch Möglichkeiten für Sie, die Sie das entsprechend sehen. Lass mich diese eine Frage noch aufnehmen, weil ich glaube, die müssen wir auf jeden Fall hier thematisieren. Du hast auch den Holocaust letztlich ganz in der Tradition von Friedländer beschrieben als einen Erlösungsantisemitismus. Also jemand getrieben von der Vorstellung, das Böse in der Welt, für das man eben das Judentum, oder das man als Judentum qualifiziert hatte, entsprechend zu beseitigen, umzubringen, zu ermorden. In der Topografie des Terrors, bei den Holocaust-Forschern, haben wir auch ganz andere Tendenzen. Das sind sozusagen die Vordenker der Vernichtung beispielsweise, die doch eher aus einem technokratischen
Zusammenhang heraus, fast bürokratisch, wenn man Ulrich Herberts Werner Best Biografie beispielsweise folgt, eine Dynamisierung der Endlösung in Anführungszeichen ins Werk setzen, die wenig mit religiöser Emphase oder gar Begeisterung zu tun hat in diesem Zusammenhang. Also gerade in dieser ganz wichtigen Frage, also wie erklären wir nicht nur die Existenz des Nationalsozialismus, sondern wie erklären wir vor allen Dingen den Holocaust in seiner besonderen Zuspitzung, die Verfolgung und Ermordung der Jüdinnen und Juden in Europa, müssten wir diese These von den gläubigen Zeiten nochmal auf den Prüfstand stellen. Und dann habe ich da hinten auch Ihre Frage gesehen und Ihre Frage. Bitte einen kurzen Moment Geduld noch, dann sind Sie dabei. Bitte schön. Ja, also mein Eindruck ist, das ist mir auch beim Buchschreiben doch deutlicher geworden, man braucht die religiöse Dimension, um den Holocaust zu deuten. Ich will nicht sagen erklären, aber um Deutungen zu haben. Und ich glaube, dass hier also aus dieser Dimension, aus dieser Interpretation vom Nationalsozialismus als einem neuen Glauben, dass da eine Menge zu gewinnen ist für die Frage, warum geschah denn das? Warum haben sie das getan? Und es gibt auch ein oder zwei Sätze, bei denen ich selber eine Gänsehaut kriege, die ich geschrieben habe, wenn ich sage, es gibt dann einen Sinn, die Juden. Das Judentum als Religion und die Juden als Menschen umzubringen, zu beseitigen. Das ist die Vernichtung des Bösen. Des Bösen an sich und des Bösen schlechthin. Im Kontext dieses neuen Glaubens. Und dieser neue Glaube ist schon radikal, fundamentalistisch, fanatisch. Und gerade auch zu Weltkriegszeiten, wenn man sich dann die Kommentare und Verlautbarung in den Kriegsjahren anschaut, in den Zeitungen und so weiter, das nimmt ja immer fanatischere Formen an. Mhm. Wo man sagen kann, das kann man nur noch mit einer religiösen Dimension irgendwie nachvollziehen.